Kaum fahren wir auf das Meer hinaus, wird es kühl im aufgefrischten Wind. Weil ich daran gewöhnt bin, habe ich eine Decke mitgenommen und über meine Knie gelegt. Aber ich mochte es immer sehr, wenn die Füße frei bleiben, auch keine Socken darüber gestreift sind. Noch heute gehe ich sehr gerne barfuß, doch bekomme ich ständig gesagt, dass ich das nicht tun soll, vor allem von Tatjana. Deshalb versuche ich, ihr möglichst oft aus dem Weg zu gehen. Zum Beispiel öffne ich, bevor ich meine Kabine verlasse, nur einen Spalt weit die Tür. Dann gucke ich erst, ob sie zu sehen ist und zum Beispiel in dem Abstellräumchen herumwerkt. Dummerweise befindet sie sich gleich schräg gegenüber. Die Gänge sind ja nur schmal. Man kann mit den Händen über beide Wände gleichzeitig fahren. Wenn man da barfuß geht, ist es natürlich nicht gefährlich, weil alles mit Teppichen ausgelegt ist. Nur auf den Außendecks muss man aufpassen, sich nicht den Zeh an einem stählernen Kant zu stoßen. Um hinauszukommen, muss man dort die Füße ziemlich hoch anheben, denn die Türen schlagen nicht nur oben und an der Seite gegen den Rahmen, sondern auch am Boden gegen eine Blende. Die soll bei hoher See verhindern, dass Wasser unten hindurchläuft. Und wenn ich in meine Kabine zurückgehe, gucke ich ebenfalls erstmal links und rechts den Gang lang, damit sie mich eben nicht merkt und dann wieder will, dass ich was esse. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es in Russland so Sitte ist, sich als Zimmermädchen auch um die Kleidung der Gäste zu kümmern, oder in der Ukraine. Das halte ich einfach nie auseinander. Deshalb habe ich in dem Handatlas nachgeguckt und nach ihr gesucht, nach der Ukraine, weil so ein Handatlas in wirklich jedem Zimmer liegt. Vielleicht sollte ich Tatjana einmal fragen, ob sie mir von ihrem Zuhause etwas erzählt. Aber erstens will ich ihr nun meinerseits nicht zu nahe treten. Zweitens würde sie wahrscheinlich ausweichen, weil es ihr unangenehm ist. Dann geht ihr dasselbe Zucken durch die linke Wange wie damals der Kellnerin. Die kam ebenfalls aus der Ukraine oder aus Moldawien. Da bin ich noch zu den Shows gegangen, in die Lounge, weil ich damals die Musik noch mochte. Da hat sie mir erzählt, jetzt habe sie ihren Jungen schon über anderthalb Jahre nicht mehr gesehen. So lange sei sie nicht mehr daheim gewesen. Aber dass sie weinte, lag nicht an mir, sondern daran, dass das Kind noch so klein war, nicht einmal drei. Bestimmt habe es sie, seine Mutter, einfach aus Sehnsucht vergessen. Ihr Weinen kam aber von dem Schlager, den die Band da gespielt hat. Monsieur Bayoun hat deshalb gesagt, wenn die wahren Gefühle von so etwas Falschem ausgelöst werden, während die Leute sie im richtigen Leben verstecken, ist das doch wohl besonders komisch. Nein, Mr. Gilburn hat das gesagt und tragikomisch hinzugesetzt.